Flüchtlingsaktivist Pierre Vogel bin, oder die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, sonst wären sie ja nicht hier hingekommen. Wir engagieren uns für humanitäre Hilfe in Syrien. Wir engagieren uns für Brunnenbau. Ja, ja, du kannst viel labern. Ja, ja. Wir engagieren uns für Brunnenbau in Afrika, im Gegensatz zu anderen Leuten, die nur blöd rumlabern können. Ja? Und wir sind heute hingekommen, weil wir eine Informationsveranstaltung abhalten wollen. Eine Informationsveranstaltung, die dazu beitragen soll, dass Vorurteile abgebaut werden. Deswegen will ich euch eins sagen, liebe Geschwister. Lasst euch nicht von solchen Leuten täuschen. Ja? Lasst euch nicht von solchen Leuten täuschen. Wie viele Einwohner hat Mönchengladbach? 200, wie viel? 60.000? Ja? 260.000 von mir aus. Heute sind 259.000 nicht gekommen. Das heißt, sie sind alle auf unserer Seite. Alhamdulillah. Da sieht man. Wird immer besser. Die haben natürlich Angst, weil die wissen, wir sind friedlich. Nur man weiß das ja nicht, wie es bei den anderen ist. Deswegen ist es gut, dass die Polizei heute da ist und uns vor den radikalen Extremisten schützt. Alhamdulillah. Jedenfalls sage ich euch nur eins, liebe Geschwister, bleibt friedlich, lasst euch nicht provozieren. Und steht nachher wieder in der Zeitung, böse Salafisten. Ich sage es lieber nicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das Thema ist ja Islamophobie in Mönchengladbach. Wie hat dieses ganze Thema überhaupt angefangen? Vor drei Jahren ist der radikal-islamistische Friedensaktivist Mohammed Chifchi aus Braunschweig, der wollte mit seiner Islamschule hier hinziehen. Der radikal-islamistische Friedensaktivist Mohammed Chifchi, der übrigens Großartiges geleistet hat beim Abbau der Jugendkriminalität in Braunschweig, der wollte hier hinziehen. Und dann kam eine besonders vertrauenswürdige Institution namens Verfassungsschutz natürlich. Die hat dann die Stadt Mönchengladbach sozusagen gewarnt, hat gesagt, das sind ganz gefährliche Leute. Und spätestens seit den Dönermorden weiß ja auch der Letzte in Deutschland, wie vertrauenswürdig diese Institution namens Verfassungsschutz ist. Und dann kam ein äußerst vertrauenswürdiger Fernsehsender namens RTL, die sich bei ihrer Berichterstattung Knoten in die Zunge gelogen haben. Sie standen dann dort vor der Islamschule und haben gesagt, in dieser Islamschule sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Das fürchtet der Verfassungsschutz. Ne? Die äußerst vertrauenswürdige Institution namens Verfassungsschutz. Ja? So, und dann, das Problem war nur, dass eigentlich in der Islamschule gar keine Kinder ausgebildet werden sollten, sondern dass diese Islamschule erst ab 18 ist. Oder vielleicht ab 16. Auf jeden Fall nicht für Kinder. Aber man weiß ja nicht, bei der Terminologie von RTL ist man vielleicht erst ein Kind ab 18. Bei einigen Leuten, die man heute hier sieht, kann man sich das durchaus vorstellen. Aber auf jeden Fall, was ist dann passiert? Da kam noch eine äußerst vertrauenswürdige Zeitung namens Rheinische Post. Die haben sich die Finger beim Lügen wund getippt. Und plötzlich gab es Opfer. Und das größte Opfer dieser Hetze, haben wir damals zumindest am Anfang gedacht, war die arme Bürgerbewegung in Aiken, ja, die leider die sich von dieser Hetze aufhetzen lassen haben. So, wir hatten jetzt drei Möglichkeiten. Die Moschee wurde dann zugemacht. 3 Minuten noch. Norbert Bude, der Oberbürgermeister, hat die Bude zugemacht sozusagen. Und jetzt hatten wir drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wir schweigen einfach und dann werden natürlich alle Leute denken, dass das, was uns vorgeworfen wurde, der Wahrheit entspricht. Möglichkeit Nummer zwei, wir machen das im Internet breit, dass das, was erzählt wurde, Quatsch ist. Aber da würden wir natürlich nicht die Zielgruppe ansprechen.
Weil wir wollten ja gerade den armen Menschen Icon helfen, dass sie ein richtiges Bild bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir Kundgebungen. Friedliche Kundgebungen, wie wir sie schon dutzendfach in Deutschland gemacht haben, Alhamdulillah. Dann haben wir aber leider am Ende gemerkt, dass da wohl anscheinend die Bereitschaft nicht besteht, wirklich mit uns zu reden. Wir haben mehrmals versucht, mit der Bürgerinitiative zu reden. Und immer wieder wurde gesagt, man ist nicht dazu bereit. Aber ich bin bereit, heute allen zu vergeben. Und ich bin bereit, mich zu entschuldigen. Und ich gebe jedem die Chance, hier ist eine Stoppuhr. Ich gebe jedem die Chance, da vorne zu kommen und 5 Minuten das vorzutragen, was ich für Fehler gemacht habe. Und dann werde ich mich dafür entschuldigen. Hier ist die Stoppuhr. Wer will nach vorne kommen und mir erzählen, was ich für einen Fehler gemacht habe, wem ich wehgetan habe, wem ich beleidigt habe? Er soll bitte nach vorne kommen und soll es vortragen. Oder besteht ein sachlicher Dialog in... Hier ist die Stoppuhr. 5 Minuten Zeit. Wie mich was angetan habe, soll nach vorne kommen. Hier. 10 Minuten sind vorbei. Was ist? Du bist da so am Schreien. Komm doch mal vorne. Ja, komm doch mal vorne. Ja, dann komm, erzähl es doch. Erzähl es doch. Hier, du hast die Chance. Hier ist das Mikrofon. Ja. Komm, du bist zu intelligent für uns. Da kann man nichts dran ändern. Alles klar, okay. Chance ist ausgelaufen. Hier. Ich habe gesagt, hier, man kann nach vorne kommen. Ich habe sie selber aufgerufen. Keiner kommt. Wisst ihr warum? Und das für die Bürger, die ehrlich sind, die draußen stehen. 5 Jahre hat dieses Zentrum existiert. Von wann genau, Abu Adam? Von 2005. Kein einziges Mal ist eine Anzeige irgendwo eingegangen. Ah doch, ein einziges Mal, stimmt. Entschuldigung. Lass mich nicht lügen, genau. Wo einer die Scheibe an der Moschee eingeschmissen hat, da ist eine Anzeige eingegangen. Aber ansonsten ist keine einzige Anzeige bei der Polizei eingegangen. Wer die Wahrheit wissen will, soll die Polizei fragen. 5 Jahre. 5 Jahre nichts passiert. Plötzlich kommen die Schurken von RTL und Co. und die äußerst vertrauenswürdige Institution namens Verfassungsschutz und die äußerst vertrauenswürdige Zeitung namens RP Online. Und dann kommt noch der äußerst vertrauenswürdige Drohnenexperte Lothar de Maizière. Der kommt auch noch nach Mönchengladbach. Und der setzt sich mit den Bürgern zusammen. Aber da wir ja keine Bürger sind, hat er sich nicht mit uns zusammengesetzt, sondern mit den Bürgern. Das ist die Politik heute. Norbert Bude hat dann die Bude zugemacht. Ja? Und der hat dem Druck standgegeben, aber der hat zumindest keine Lügen erzählt. Er hat zumindest keine Lügen erzählt, zumindest habe ich es nicht...